Voilà, es geht ran ans Erdbeer-Rhabarber-Ragout. Zuerst nehme ich einen Rhabarber runter, schneide den in kleinere Stücke, putze ihn vorher, da kommen immer so Fäden raus, die müsst ihr dann einfach rausziehen. Die Erdbeeren vorher natürlich auch waschen, dann das Grün herunternehmen und dann schneide ich mir einfach die Erdbeeren zu, so wie ich mir das vorstelle, eine schicke Größe. Wir setzen eine neue Pfanne auf den Herd, geben wieder ein bisschen Butter rein, lassen das anziehen. Dann kommt oben drauf der Rhabarber. Ich zuckere das jetzt in dem Fall ein bisschen, weil das soll auch karamellisieren. So. Und jetzt muss der Rhabarber einfach ein bisschen anziehen hier in der Pfanne drin. Den könnt ihr so 2-3 Minuten schön karamellisieren lassen. Während des Prozesses, falls ihr eure Erdbeeren noch nicht ganz geschnitten habt, schneiden wir die restlichen Erdbeeren. Die geben wir dann dazu. Und wenn das alles komplett drin ist, dann kommt das ganze Ding raus, geht in den Kühlschrank. Da lasst ihr das am besten für 2-3 Stunden ziehen. Und dann holen wir es später kalt raus und geben es dann zum Kaiserschmarrn dazu. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.